Servus und hallo bei Not Another Dope Show. Heute dachte ich mir, erzähle ich euch einmal ein bisschen was über das Phänomen von der Nadelgeilheit. Irgendwie trifft es so einen zu Beginn von der Sache, wenn man drauf kommt, ja, und anfängt zu spritzen. Dann kommt es so, dass man so richtig Spaß dran findet, sich so in die Adern eine Nadel reinzustecken, abzudrücken und dann einen Turn zu haben. Das ist total pervers, weil eigentlich war ich ja immer ein Gegner von Spritzen. Ne? Ich habe das gehasst. Ich habe auch keine Tabletten schlucken können. Das ging alles gar nicht. Das kam erst, als ich auf dem Zug war, die ersten paar Male, und Medikamente nehmen wollte, um mir das Ganze zu erleichtern. Da habe ich gelernt zu schlucken. Also Tabletten zu schlucken und ja. Und die Spritzen habe ich ja schon mal erzählt, wann das, wie das passiert war. Das ist auch in der Robert gezeigt, in Augsburg, als ich zum gebeten habe. Ja, das mal erklärt, weil das ist immer safer use. Wer in Bayern lebt, der weiß, dass man da sowas nicht erfährt. In keiner Schule, auch nicht bei der Drogenberatung. Und zwar ist damit gemeint, wenn man sich die Nadel in der Vene drückt, ja, weil in die Arterie wäre es nicht lebensgefährlich, wahrscheinlich tödlich. Zumindest ist mir das so beigebracht worden, auf jeden Fall ist es schmerzhaft. Und du merkst das dann, wenn die Spritze pocht. Ja, wenn du reinstichst, tut es schon scheiße weh, aber wenn du dann das Klopfen in der Spritze hörst, spürst, wie beim Puls, dann auf gar keinen Fall abdrücken, das wird tödlich. Sei denn, du willst sterben. Aber dann würde ich dir jetzt gerne keine Anleitung geben, weil ich auch gar nicht weiß, ob das überhaupt angenehm ist, wenn man da stirbt, oder ob das ein ekelhafter Tod ist. Ein Herointod zumindest ist ein schöner Tod, weil es schnell geht. Für dich, aber oder für denjenigen. Aber auf gar keinen Fall für die Angehörigen. Für die ist das richtig ätzend. Deswegen ist es nicht zu empfehlen. So, Spritzengeilheit. Das hat bei mir so weit geführt, dass ich mal Tramaltropfen gespritzt habe, weil ich gehofft habe, dass es kickt. Das Einzige, was es gemacht hat, ist, dass ich diesen Geschmacksstoff nicht mehr. Das ist Menthol, das kotzt mich so an, ich kann es nicht mehr riechen. Weil es ist so, wenn du dir Heroin spritzt, wenn es so gutes ist, dann hast du diesen Opiumgeschmack im Mund. Ja. Es ist frisch mit, weiß ich, mit Essig ausquaschen oder so, dann hat man Essiggeschmack im Mund. Es ist mit irgendeinem Mist aufgestreckt, dann kann es passieren, dass man auch diesen Geschmack im Mund hat. Und die Münchner, die da Anfang der 90er, Ende der 80er, also im Balkankrieg waren in Bayern, in Balkankrieg waren die Flüchtlinge aus Albanien da waren in Bayern. Balkankrieg in Bayern. Ja, auf jeden Fall war das halt damals so, dass die irgendwas reingestreckt haben, das mir auch geschmeckt hat. Ja, das war so ganz widerlich. Und das Problem ist, dass als ich eingesperrt worden bin, ja, von diesem Zeug habe ich entziehen müssen. Und es war wirklich so brutal in den Gelenken, dass wenn die mal eine Zeit lang stillgelegen sind, also wenn ich so angenehm bin, wollte mein Arm ausstrecken. Das war nach dem Entzug erst. Und mit dem Arm ausstrecken, da habe ich einen unglaublichen stechenden Schmerz im Arm verspürt. Ja? Und musste erst ein paar Mal hin und her machen, damit es dann wieder ging. Ja? Und damit der Schmerz weg war. Das habe ich aber nicht lange gehabt, vielleicht. Schieß mich tot, ein, zwei Monate, und dann habe ich das ja nicht mehr gehabt. Dann habe ich da das Ziehen in die Beine die ganze Zeit gespürt. Aber nicht mehr das in die Arme, und sind mich damit auch nur zum Arzt gegangen. Weil in JVA Bernau, Oberbayern, brauchst du nicht wirklich zum Arzt gehen, es sei denn, du bist wirklich kurz vorm Sterben. Oder du musst irgendwie zum Zahnarzt. Nur da rentiert sich das. Ja. Das sind wirklich Metzger da, das sind so, interessiert mich wirklich.
Man musst du wirklich todkrank von draußen einen Schein mitbringen, aber wenn du das BTM-Eintrag hast, also Betäubungsmitteltäter, dann hast du auch da schon wieder verkackt, weil auch da wird man anders behandelt. Ja. Ich bin ja der Meinung, dass das Ganze halt gar nicht legal ist, dass man die Menschen unterschiedlich behandelt, aber die müssen ja versuchen, irgendwie ein Gefängnis drogenfrei zu erhalten, was gar nicht möglich ist. Meines Erachtens gibt es überhaupt kein Gefängnis, wo es gar keine Drogen gibt. Zumindest nicht in Deutschland. Ja. Bin mir sicher, dass hier in jedem Gefängnis was kriegen kannst. Und dass dieses Verweigern von frischen Spritzen und Nadeln und Tupfern eigentlich nur neue Opfer schafft. Ja. Ich zum Beispiel habe mich mit Hepatitis C angesteckt in Bernau. Gleich so ziemlich am Anfang, wo ich das erste Mal Schorre gekriegt habe und eine Spritze haben wollte, weil ich mich umbringen wollte. Und das Einzige, was passiert ist, dass ich so zu war, dass ich wieder Lebensfunken gespürt habe und dass ich mich halt jetzt angesteckt habe. Und dachte mir, na gut, dann ist er das selbst wieder verraten. Aber dieser Lebenswille, der kam mit der Zeit dann wieder. Aber irgendwas hat mich geritten, dass ich es unbedingt wieder mal mit der Nadel haben wollte. Versteht ihr? Das ist ganz seltsam, was das genau ist. Aber ich denke mal, das ist ähnlich wie das Zigarettenanzünden, wenn man aus einer Bahn aussteigt und die erste Handlung ist eine Kippe anzünden. Das ist ja das Belohnungszentrum, was dich da veranlasst dazu, dass du das machst. Und genau das Gleiche ist vermutlich auch bei den Nadeln. Ja? Warum würde ich sonst einen Tilidin-Tropfen spritzen? Wie komme ich denn auf so eine Idee, dass man gleich Naloxon so einen Entzug verpasst, aber nicht zu spät ist? Aber hey, als der heute rede ich so, hey, warum habe ich denn das so gemacht? Aber ich hab's gemacht. Und damals fand ich es eine sehr gute Idee. Ich saß so da mit meinen Spritzen und diese Tropfen und die Tramaltropfen auch und ja, das war halt immer so, die Tramal habe ich ein paar Mal probiert gehabt, weil ich ja gewusst habe, dass da kein Naloxon drin ist. Aber das turnt halt einfach nicht so. Es kippt nicht und gar nichts, das ist irgendwann immer das Komische im Kopf. Und ich glaube, das löst auch so eine leichte Psychose aus, wenn man so Optik schiebt, das Seltsame. Das, und so große Pupillen, also ich kriege richtige Schüsse auf Tramal, wie auf LSD. Der Geschmack ist so widerlich, dass ich halt das nicht mehr anfassen kann und mag. Und beim Tilidin war es halt so, ja, ich sofort auf den Zug war. Das Naloxon, das war aber nur ein Bruchteil von dem, was ich immer von dem anderen gefordert habe, zum Ausprobieren. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich kenne auch Leute, die Tabletten zerdrücken und haben die auf Blödsinn spritzt. Das ist Wahnsinn. Das macht die Adern kaputt. Und es ist auch gefährlich, weil es kann das Herz kaputt machen, dann bist du halt sofort hinüber. Weißt du? Solche Spielereien und Spirenzien. Hey. Wie bin ich überhaupt da drauf gekommen? Wie kommt man drauf, als zu diesem Zeitpunkt werdender Ex-User, weil ich habe ja schon einen Kampf aufgenommen gehabt zum Aufhören, wie komme ich da auf so einen Scheiß? Ganz einfach, ich habe mir an meinen ersten Haftzeit erinnert, wo ich mit Mick in Stadelheim gesessen bin, in meiner ersten U-Haft. Und er mir erzählt hat, wie sie Tramal-Zäpfchen aus dem Sunny-Bereich, also wenn man kann ja auch als Kranke eingesperrt werden oder wenn du krank wirst in der U-Haft, dann kommst du dann über eine Spezialabteilung, wo halt nur die Kranken sind. Und da kriegt man auch Medikamente. Der eine oder andere nimmt das Zeug nicht, sondern nimmt es zum Tauschen für Tabak her und so hast du halt dann Tramalzäpfchen. So, die kannst du aber nicht einfach so schlucken, die schmecken widerlich, weil alles Wachs ist. Also, was haben die da gemacht? Die haben eine Bombe genommen, also ein Nescafé-Glas, ein leeres, ganz sauberes, heißes Wasser rein, also Wasser rein, tauchst du rein, heißes Wasser ab und haben in einer Schüssel oben draufgestellt und da dieses Tramal mit Wasser rein, damit sich das Dings, das Wachs löst und oben drauf schwimmt. Dann haben sie es
Wachs weg, mit der Spritze rein in das ölige Substanz, die dann noch schwimmt, und haben die aufgesaugt. Die dann nochmal separiert auf den Löffel rauf, noch einmal erhitzt, einen Wattebausch drauf, damit man einen Sieb hat, und hat das durch den Sieb aufgesaugt. So, und das haben sich die da geballert. Hat er mir so erzählt, muss angeblich geil gewesen sein. Nur deswegen, wegen dieser Geschichte, habe ich mir mein Tramal überhaupt verschreiben lassen. In der Hoffnung, dass ich da so einen kleinen Kick habe als Notlösung, weil Heroin zu teuer und die Repression in München so hardcore und überhaupt, das Zeug ist auch nicht gerade rein und die Leute ziehen sich gegenseitig ab die ganze Zeit und ganz üble Sache. Und da habe ich halt keinen Bock drauf gehabt, also habe ich Auswege gesucht. Aber diese scheiß verdammte Nadelgeilheit, hey, ehrlich. Die war so zum Kotzen am Ende. Und ich glaube, dass es auch heute noch so wäre, dass würde ich mir eine Substanz genehmigen wollen, Koks oder Heroin, dann würde ich spritzen wollen. Dann würde ich es nicht schnupfen wollen oder auf dem Blech rauchen oder sonst irgendwie. Deswegen, ach, und wahrscheinlich könnt ihr nicht einmal die richtige Dosierung hinkriegen, deswegen wäre es wahrscheinlich tödlich für mich. Bleibt beim ersten Mal putt aus. Von daher bin ich gehalten im Mist. Auch diese Versuche waren nicht gerade toll, hey, das war nicht witzig. Auch im Gefängnis, wenn so selbstgebaute Spritzen, ein Kugelschreiber, eine Kanüle und das irgendwie verschweißt und hinten ein zweiter Kugelschreiber zum Schieben, also das ist alles, oder so eine Pipette. Es ist schon krass, also der Mensch wird sehr erfinderisch, wenn er sich irgendeine Substanz reintun will in seinen Körper. Und das möglichst sparsam und richtig krass wirkend. Empfehlen kann ich überhaupt gar nicht mehr. Heutzutage würde ich sagen, nee, lass sein. Ja. Wenn du das mal, das ist immer noch eine Steigerung dann da, wo du sagen kannst, okay, ich habe aber immer noch nicht, ich höre lieber auf, bevor ich, ja. Aber was mich so getriggert hat eigentlich, ich habe recht gute Aura an mir. Schau mal hier so auf meine Hände. Ich hoffe, du kannst das sehen. Und jeder auf Therapie war in Herrsching, hat zu mir gesagt, du, mit deinen Adern wäre ich noch nicht auf Therapie gegangen. Viele haben nämlich nur Venenkur gemacht. Die waren auf Therapie, damit die Venen so weit verheilen und so gut sind wieder, dass sie wieder treffen können, damit sie wieder raus können und weitermachen. Ein großer Teil war nur auf Therapie, weil er aus dem Knast raus wollte und hat das Ganze nicht ernst genommen. Und ich glaube, das ist mit ein Grund, warum dass man in Bayern nicht mehr so viele Menschen einfach auf Therapie gehen lässt. Da sind die ganze abgerückt davon. Also da hat man ja zeitlang richtig viel Geld ausgegeben von Seiten der Rentenkassen, damit die Menschen wieder Mitglieder der Gesellschaft werden können und da Geld verdienen und arbeiten und alles. Und ein großer Teil hat es halt bloß gesagt, zum leckt mich doch am Arsch. Erst. Bei mir war es so, als ich da in diesem Aufnahmegespräch war, da hat mich der Till gefragt, hey, warum hast du Drogen genommen? Und ich konnte das nicht beantworten. Ich konnte es ehrlich nicht beantworten zu dem Zeitpunkt. Ich sag, naja, was mir Spaß macht. Das schaut für alle nicht lustig. Ich schon, weil das ist halt die Wahrheit. Weißt du, was soll denn das? Die haben sich alle schon verstellt gehabt. Für die Therapeutin, die da mit drin sitzt, damit sie ihren Status nicht verlieren. Selbst freilich ist das der Grund, warum man Drogen nimmt, weil Spaß macht. Deswegen probiert man sich da halt mal quer steht. Aber safer use ist halt schon sehr wichtig. Und dieses Wort habe ich das erste Mal bei der Drogenberatung gehört. Die haben mir das dann erklärt. Konrads in Bayern. Ne? Der hat mir da erklärt, du, wir sind halt für Safer Use ernst. Und davon kriegst du von mir Spritzen und Tupfer und so einen Behälter, wo du einen gebrauchten Spritzen reinmachen kannst. Das war super, Alter. Ich musste mir keine Spritzen, kein Werkzeug mehr kaufen. Ich habe es vom Drogenberater gekriegt. Den habe ich auch gefragt, wo kann ich denn mir das verschreiben lassen? Wo kriege ich meinen Saft her? Da war Methadon noch gar kein Thema. Zu dem Zeitpunkt gab es das noch nicht, keine Programme. Die haben gestritten bei der CDU, SPD und Grüne. Die haben mal wieder gestritten, wie blöd.
weil die CDU und CSU keinen Millimeter und kein Deut abweichen wollte von ihrer scheiß Repression. Die haben Leben zerstört ohne Ende. Und als sie da so am Streiten waren, hat nächstens München gesagt, okay, wir machen diesen Koteinsaftversuch. Und es hat angefangen, ab da, wo Münchner Landkreis war, Gilchen so. Und da saß auch gleich ein Arzt. Das heißt, er hat den ganzen Landkreis bedienen müssen. Die ganzen Junkies sind zu diesem einen Hausarzt marschiert und haben sich dort Rezepte geholt. Für Rhythmol, für Flumitrazepam, also dasselbe. Diazepam, Valium. Protein als Saft eben. Was haben wir uns noch geholt? Barbiturate haben sich einige geholt. Ja, alles Mögliche. Ich habe bei dem Vorrat angelegt sogar. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, die Tabletten, die waren schon hardcore, die haben wir da verschrieben hat. Und auch sehr viel. Und ich war aber zeitlang richtig hoch, krass hoch dosiert, damit wir einpfiffen, wie smart ist, weil ich krieg's ja. Und habe wahrscheinlich ein paar Mal wirklich Kacke gemacht. So wirklich Blödsinn. Dinge, die man nicht tun würde normalerweise. Und das ist mir dann erzählt worden. Ich weiß es aber halt nicht mehr. Und das hat mich dann dazu bewogen, das wieder runterzuschrauben und vor allem ein Kribbeln im Kopf. Das ist, Gefühl kenne ich auch heute noch. Wenn ich, sagen wir mal, zu viel Zucker esse, 3 Tafeln Schokolade zum Beispiel am Abend, beim Schlafen gehen, wenn ich essen würde, oder 2, glaube ich, rauchen, da reichen wir schon aus. Oder 3 am ganzen Tag über, das ist sehr viel Zucker. Habe ich am nächsten Tag das Kribbeln im Kopf. Und genau dieses Gekribbele habe ich damals auch gehabt. Von den Tabletten und vom Saufen. Aber ich bin halt in München durch die Clubs marschiert und habe halt Tabletten eingeschmissen und Alkohol gesoffen. Aber ich weiß halt nicht mehr so viel davon. Ne? Weil so wie das Zeug enthemmt, ist es dir zu fahren. So vergesse ich das davon auch. Eine Geschichte erzähle ich dir. Da war ich im Backstage, ne? Und habe da mit Leuten gefeiert und habe denen Geschichten erzählt von mir. Und auch, dass ich schmuggle und bla bla bla. Und dann komme ich auch eine Woche später an die Bar hin und kaufe mal einen Whisky. Und die hinter der Bar sagt zu mir, kennst du mich nicht? Und dann erzählt die mir so Sachen, was ich da alles erzählt habe. Und das war dann für mich ganz klar der Schlussstrich, sowas zu machen. Ich kann nicht rumlaufen und den Leuten seine Geschichten erzählen. Ja. Was das bei mir cool vorkommt. Ja, aber das war halt zu der Zeit. Wenn die Leute gewusst haben, dass man mit Drogen zu tun hat und dass man eine gute Quelle hat oder dass man selbst eine gute Quelle ist, dann hat man Freunde gehabt ohne Ende. Keine echten. Aber die Leute, die Mutter, die ja zuschmeißen können mit den Leuten überall, klingeln dauernd, die kann über die abklingen und so, weißt du? Das ist eine Lektion, die lernt man dann, wenn man Hilfe bräuchte von diesen Menschen. Zum Beispiel, wenn man in den Knast sitzt und ein paar Briefmarken bräuchte und du hast nicht viele, sondern so 3 Stück, dann schreibst du deine Eltern an und kannst nur 2 Leute anschreiben. Und du schreibst natürlich die an, die am nächsten stehen, die am meisten von dir wissen. Und bittest darum, dass sie dir ein paar Briefmarken schicken und dann kriegst du so einen kalten Brief mit vielleicht einer Marke drin oder 2 und schon so kalte Schulter, dass sie keinen Bock mehr haben, mit dir Kontakt aufzuhaben. Überhaupt, du bist im Gefängnis. Dass sie Angst haben, dass wenn der Staatsanwalt die Post liest, vielleicht irgendwelche Schlüsse ziehen könnte mit den Leuten draußen und dann haben die das Schuss, dass sie erwischt werden und so. Und sogar mein Dealer hat mir geschrieben, weißt du? Ja, der war irgendwo in den Bergen mit seiner Freundin und der Mutter und so, hat versucht aufzuhören und hat mir halt da eine Postkarte geschickt. Total nett, weißt du, ich meine. Das hätten andere gar nicht, haben das gar nicht mehr gemacht. Es war dann auch nicht mehr so schwer für mich, Bayern zu verlassen. Da waren ein paar wenige Leute. Alex hieß der eine, der so sich um mich gekümmert hat, weil ich gerade das letzte Mal eingesperrt war. Wo viele Scheißsachen passiert sind auch, da war er schon da für mich, aber kaum war ich draußen. Weißt du, ich habe so ein paar Mal probiert, Kontakt aufzubauen, wollte nicht so, weil ich nach Berlin gegangen bin. Dann war er richtig sauer, weißt du, gehst schon wieder, was du gehst nach Berlin. Ich hab gesagt, nee, kannst du bleibst noch mal in Bayern, Alter. Weißt du, wie man da mit Menschen umgeht, das ist schon hardcore. Aktuell jetzt gerade wieder mit diesem Ankerzentrum, reiten sie da rein in ihre krassen Uniformen, durchsuchen dauernd die Zimmer von denen, nennen das Beginn. Also Menschenrechts,
Sprüche ohne Ende momentan gerade. Hey, das ist so zum Kotzen. Da wundert es mich nicht, wenn jetzt wieder welche anfangen würden, Drogen zu nehmen. Viele junge Menschen. Plötzlich harte Drogen, als wieder No Future. Das ist bei uns in den 80ern, No Future. Ich bin die No Future Generation übrigens. Mit Müllbock. Könnt ihr mal googeln, was das heißt. Peace out.